Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen. Ich kriege verdammt scheiße hier nochmal, die Kamera steht, fuck. Ich habe schon lange nicht mehr auf meinen guten Kumpel Gurkensohn reagiert. Die beste Gurke im ganz Internet. Ich dachte mir einfach, bevor ich jetzt das neue Video anschaue von Ihnen, mache ich die Aufnahme an und nehme euch mit auf die Reise der Gurke. Den hier koste ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Das ist... ja, keine Ahnung. Ach, hier. Mango Orange Passionsfruit. So, Gorki, schauen wir mal, was du für uns Schönes hast. Rüber zum Desktop und let's rock. Bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist euer Chefkoch Gurke. Ach, Gurkensohn, gucken dich die Leute blöd an? Weil du bist überall grün. Siehst aus wie eine behaarte Gurke mit Hautfarbe von Menschen. Okay. Sieht trotzdem irgendwie geil aus. Ich werde heute was sehr Leckeres backen für meinen geliebten Bruder Montana Black. Und zwar habe ich ihn sehr schön Backblech gekauft. Für einen sehr schön leckeren Kuchen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Wer kommt auf die Idee, so eine Backform zu bauen? Aber als allererstes müssen wir jetzt anfangen und den Teig jetzt herstellen. So, die ganzen Zutaten habe ich jetzt gekauft. Schön bei Aldi, alles billig. Das sind hier alle. Guckt an. Gürkchen, Gürkchen, Joghurt, Eier, Fett, Zucker, Mehl, Vanillezucker und Backpulver. Was wird das für ein Kuchen? Dann wollen wir mal anfangen. Ich mache das jetzt so ungefähr aus dem Kopf raus. Erstmal circa 350 Gramm Mehl. So sieht's gut aus. Jetzt fangen wir mit dem Zucker an. 285 Gramm Zucker. Das aus dem Kopf raus, Alter. Prost Mahlzeit. Jetzt fangen wir mit einer Packung Backpulver an. Und eine Packung Vanillezucker. Und jetzt kommt Joghurt. Aber man kann sagen, was man will, ne? Der Joghurt fällt in den grünen Bart wenigstens auf. Wenn du jetzt draußen rumläufst mit der Backform, dann würde ich mir meine Gedanken machen, was du im Mund hattest. Jetzt kommen noch die Eier rein. Dazu benötigen wir 4 Eier. Und jetzt 150 ml Öl. Da ich keinen Messbecher habe, benutze ich einfach den Joghurtbecher. No. Das war's. Fertig. Ah. Und jetzt wird der Scheiß umgerührt. Alter, das muss doch mega... Ich sehe schon das Ding abbrechen. Ich hab genau den gleichen. Meiner ist aber kaputt. Boah. Guckt euch das mal an, Leute. Erste Sahne. Da ich leider keine Maschine habe, habe ich einen Schneebesen genommen. So, ich probiere jetzt ein bisschen, ob der Teig gut ist. Oh, Monte, ich wünsche dir viel Spaß beim Essen. Erste Sahne. Jetzt müssen wir eine sehr gute Zutat für den Kuchen vorbereiten, und zwar die Gurke. Wenn ich daran denke... Oh, Alter, meine Augen.
Ein paar Sekunden später. Dass ich den Kuchen essen würde und mir jemand sagt, ja, ich hatte vorher meinen Finger im Ohr. Dieses Ohr habe ich 3 Wochen nicht gewaschen und in den Kuchen gestirbt. Boah. Alter. Da habe ich mir jetzt eine geholt. Und die müssen wir ganz kleine Scheiben schneiden. Ja, ich esse so gern die Gurken. Ja, esse Gurken jeden Tag. Dicke, große, grüne Gurken. Jeder weiß, dass ich die mag. Die Gurken sind in artgerechte Scheiben geschnitten. Das ist Bella Ciapaccia. Was? Und zu guter Letzt kommen jetzt die Gewürzgurken. Die schneide ich auch in kleine Scheiben. Und jetzt muss ich dieses Backblech schön einfetten, damit der Kuchen auch schnell rausgeht. Und das fertig. Wenn mir jemand so ein Backblech zeigt und sagt, ich muss das noch einfetten, dann... Nein, 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 also was ist mit dieser Welt? Fett dich mit dem Pinsel ein, dazu nehme ich sondern meine Finger. Butter schmalz, Finger rein und ins Backblech. Und jetzt können wir ein bisschen Teig in die Backform einführen. Einführen? Oh. Und jetzt kommen die Gurken in den Teig rein. Und jetzt noch ein bisschen Teig rüberkippen. Und jetzt kann der Kuchen in den Backofen bei ca. 200 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 10 Minuten. Boah, der Kuchen brutzelt hier schön im Backofen. Das ist so geil. Da wird sich der Monte bestimmt richtig freuen. Der hatte bestimmt noch nie so einen richtig leckeren Kuchen. Vor allem mit gelbem Zeug aus dem Ohr. Oh ja, da würde ich mich auch freuen. Der Kuchen ist fertig! Ich bin hier eingeschlafen auf dem Stuhl und hab ganz vergessen, dass der Kuchen seit einer Stunde im Backofen brennt. Halleluja! Beim Christkind ist das eine Schande! Nächstes Mal werde ich Rosetten backen. Die sind einfacher in der Zubereitung. Also Leute, wie gesagt, ich habe ein bisschen verpennt. Der Kuchen ist seit einer Stunde drinne und dann muss ich jetzt schnell rausholen. Boah, ja. Das ist ein richtiger Blackcock. Wollen wir das gute Stück mal rausholen? Richtiger Blackcock, Alter. Da drauf gebe ich mir einen Rockstar. Boah, guckt euch den. Das sieht aus wie ein Penisbrot. Stellt euch mal vor, ihr seid im Supermarkt an der Backwarenstation und seht so ein Brot dort liegen. Seht mal an, der ist richtig schön goldbraun. Der Kuchen ist Maßstab 1:1 von meinem guten Stück. Erster Geschmackstest mache ich mit der Zunge. Na, guten Appetit, Monte. Hier Leute, Hashtag no homo. No homo, ne? So, da reiße ich jetzt ein Stück mal auf. Boah. Hier drin sind richtig schön die Gurken. Der hat jetzt eine Kuppe abgeruppt. Gurken drin. Geil. Da beiße ich mal direkt ein Stück rein. Oh. Oh. Also ich muss schon sagen, der schmeckt echt schon richtig geil. Im drin schön flüssig. Dann dieses Süße und dann durch die Gurken dieses Saure und dieses Wässrige. Sowas gab es noch nie. Das ist einfach wirklich richtig geil. Ich habe ein Stück schon gegessen und den Rest hier, die dicken Eier, kann schön Monte essen. Ich tue den Rest jetzt in den Kühlschrank. Montana Black, du kannst gerne vorbeikommen, den restlichen vom Kuchen essen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Scheiße, Leute, das war wieder mal richtig nice. Ach, ich liebe Gurken so. Okay, Leute, wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren kann, unten in die Kommentare damit rein. Wenn ihr nicht getan, liken, ja, das war falsch. Wenn euch das Video gefallen hat, liken. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.